Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge FIFA 19, dem Karrieremodus mit Energie Cottbus. Und heute werden wir zu Hause spielen, am 15. September. Und wir haben schon 6 Spiele gemacht, sind auf Platz 2 und heute geht's Groß Asbach. Kenne ich gar nicht und deswegen, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie dieses Spiel heute, ja, stattfindet. Juhu! Und lasst das Spiel beginnen. Wir spielen natürlich wieder mit unserem eigenen Spieler, natürlich, ne? Darum wäre es ja kein Karrieremodus. Und hoffentlich werden wir dieses Mal, ja, nicht im Regen spielen. Ja, wir spielen aber im Regen. Herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wolf Fuß ist hier, Frank Buschmann nebenan. Es regnet und da fragen wir uns natürlich, sind das gute Bedingungen für Angriffsfußball? Ja. Zumindest ein weiteres Element, das für überraschende Situationen sorgen kann. Also ich tendiere zu ja. Okay. Na dann. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und klar, das soll heute so weitergehen. Na, dann hoffen wir doch mal. Das haben sie zuletzt gewonnen, das soll heute so weitergehen. Aber auch wenn da am Ende ein 1:0-Sieg zu buchen stand, heute dürfte es schwerer für sie werden. Ich tippe auf ein Unentschieden. Naja, dann Attacke Hü. Jetzt geht's los. Ach, ich wollte jetzt einen anderen Spieler schon nehmen. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimat. Oh. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Und jetzt sehen wir hier. Ja, schön. Der Gäste heute. Oh, 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 oh. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3. Ja, 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 ja. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie Sie das umsetzen. Ich hoffe, dass wir unsere Defense, dass es das übers Jahr so weitergeht. Ah, komm, komm, komm. Das ist halt immer schwierig, wenn du nur einen Spieler hast. Jetzt wird's gefährlich. Ah. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu. Oh, oh, schön. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Das war schon nicht schlecht. Heieieiei. Hat er gut gemacht. Und jetzt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Ah. Sicher faustet diese Ecke erstmal weg. Er versucht's. Ja, man kann es ja mal probieren. Einfach mal draufhämmern. Ja, der Spieler, also mein Spieler ist schon ein bisschen besser geworden. Wir bewegen uns jetzt knapp schon kurz vor der 70. Spielerwertung und ich denke mal, das ist schon, ja, für die Liga sehr, sehr gut. Ja, mal sehen, ob dann irgendwann mal irgendwann ein anderer Verein kommt. Das könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Oh. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Darf nicht so oft einfach so drauf knallen. Ah. Ah, verdammt. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Aber ich sehe, dass die Mannschaft ziemlich gut jetzt hier agiert. Daniel Stanese, Brooks. Ach, Mann. Den Ball abgefangen. Verdammte Axt. Daniel Stanese, Brooks. Lange Flanke. Ah. Also sie stehen ja mit allen Leuten hier irgendwo drin und man hat gar keine Möglichkeit, hier großartig Platz zu schaffen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Und jetzt versuchen sie den ersten Gegenangriff.
Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Thomas Müller ist zu Inter Mailand gewechselt und verlässt Bayern München. Ach, hör auf! Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Naja, gut. Da ist der Thomas Müller weg von Bayern München. Naja, da ist Platz für Maximus, ne? Daniel Stanese. Brooks. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Jetzt die Flanke. Oh. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Ach, hör auf. Ah, von Maximus ist doch nicht richtig was zu sehen. Die stehen da sehr, sehr kompakt. Alle drinnen. Und damit ist der Ball weg. Und die Verteidigung hat mal wieder richtig gut agiert. Brooks. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Hereingabe. Ah. Das müssen Sie erstmal klären. Nicht so weit nach hinten. Dann kriege ich wieder Minuspunkte, weil die Position fehlt. Ah, komm, setz dich durch. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Gott, Boos vor, noch ein Tor. Timo Röttger. Brooks. Hey! Schkibrim Binakai. Schönes Zuspiel. Scheiße. Nein! Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Wir müssen wieder einen zu Null schaffen. Los, komm. Attacke. Und er überzeugt heute als Passgeber. Daniel Stanese. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Jetzt könnte er flanken. Ball kommt rein. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Juhu! Suppi! Jetzt muss er uns das genau nochmal angucken. Ich habe gesagt, jetzt hau doch mal die Flanke rein. Natürlich nicht, Wolf, nicht aus der Distanz. Du musst eben nur da stehen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera. Schön gemacht. Danke an die Regie dafür. Zeigen Sie erstmal alle Ihre Arsche. Schön. Erstes Tor in der dritten Liga. Na supi. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schkibrim Binakai. Gereskier. Ah, kommt, Verteidigung, genau, schön. Mit Defense gewinnt man das Spiel, mit Offense die Zuschauer. Ja, schön gemacht. Stanese. Oh, Mann, ey. Pass vom Verteidiger. Das war überhaupt nicht gut. Ich dachte, ich drehe mich mal ein bisschen und dann. Brooks. Ah. Ja, schwacher Ball hier. Ah, schöner Passe war's. Oh. Beim Torwart. Ja. So, Ballbesitz über 60%. Au! Und das ist der Ballverlust. Ah, verdammt. Gereskier. Schön. Kommt das wieder an Angriff. Sie kommen jetzt über außen. Daniel Stanese. Er zieht ab. Oh, Ecke. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Ja, aber war trotzdem gut gewesen. Das hätte der Torwart wahrscheinlich bekommen. Ja, also. Aber wir haben eine Ecke rausgeholt. Ja, komm. 3 Minuten. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Schussversuch. Ja. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. So sieht's aus. Oh, wir haben schon 6 Schüsse aufs Tor. Und jetzt müsste gleich die Halbzeit sein.
Ja, manchmal ist es so als Stürmer, dass du dann keine Chance hast. Knappe Pausenführung. Es steht 1 zu 0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Dass du dann irgendwie ja, Tore schießen kannst. So, dann gucken wir uns das mal an. Rostock, München, 1-1. Ah ja, ist noch nichts Besonderes. Ich habe jetzt ganz vergessen, wer Erster ist. Ich soll auf meine Präzision achten. Meine Pässe sind noch sehr unpräzise. Na, okay. Muss jetzt mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ist gerade früh am Samstag hier. Und ich habe immer nur Regen, 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 Regen. Ich muss das mal umstellen, dass hier nicht immer Regen kommt. Weil ist ja eigentlich nicht so, ne? Jeff Dennis Fair. Und da haben wir den Ball. Er kann dazwischen gehen. Brooks. Ah, schön. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Abwehr steht gut und sicher. Da zieht er ab. Oh! Ball ist im Aus, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Schlechte Eingabe, bleibt hängen. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Ich muss den noch irgendwie besser trainieren, den Bengel, dass der noch gerade beim Passen. Daniel Stanese. Die Pässe jetzt. Er schießt. Er pariert, aber der Ball bleibt. Klatsch, stopp. Ah. Zurück ins Spiel. Das war, da war der Torwart ziemlich unsicher, ne? War gerade im Weg, sonst hätten sie die Führung weiter ausgebaut. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ah, au! Jetzt kann er den Ball reinbringen. Flanke kommt so hoch, das war nix. Ja, das war ein Seitenwechsel. Da ist die Flanke. Oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt könnte er gleich den Ball einwerfen. Wir sehen es an der Seitenlinie. Es gibt einen Wechsel. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Oh, nichts Besonderes jetzt gewesen. Oh. Julian Leist. Ja, auf dem DFB-Pokal sind wir ja eh ausgeschieden. Deswegen können wir ja die Kraft, Energie zum Glück in die Saison stecken. Momentan läuft es ja bei Energie Cottbus nicht so gut. Jetzt die Flanke. Nein, nein, nein. Was machen Sie daraus? Ja, super. Hat er gar keine. Man muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, ne, wenn man eine Woche nicht gespielt hat. Sie kommen über den Flügel. Flanke jetzt. Gibt's jetzt. Oh! Kann er nicht halten, obwohl er noch dran war. Wie geil ist das denn gewesen? Ja! Wie geil war das denn? Wie ist denn der da noch rangekommen? Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Hier. Oh! Wie geil. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Hier. Diesmal zack. Aus einer anderen Kamera. Durch die Buchse. Durch die Buchse ins Tor. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich viertes sein. Viertes Tor. Nee, oder? Doch, viertes Tor in der dritten Liga. Wow, cool. Mal sehen, ob wir 10 dieses Jahr hinbekommen. 2 zu 0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Julian Leist. Ah, nicht so weit. Timo Röttger. Wollte ein bisschen Druck machen. Sehr guter Einsatz. Brooks. Super Pass! Kommt jetzt die Flanke rein? Ach, jetzt wird er tricksen. Nein! Geres Gier. Super dazwischen gegangen. Und schon wieder. Timo Röttger. Ah. Den Ball kann er abfangen.
müssen sie aufpassen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und jetzt die Chance. Ah ja. Nachlegen. Nicht in dieser Szene zumindest. Ja, man merkt aber schon, die suchen den Maximus, ne? Also. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie mich suchen. Sieht so aus, als ließe der Regen so langsam nach. Und wir werden beobachten, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Es waren ja nicht die einfachsten Verhältnisse bisher. Nee, waren sie wirklich nicht. Jeff Dennis fair. Und, das ist jetzt gefährlich. Halte deine Position, ja. Jetzt kriege ich einen Abzug, weil ich meine Position nicht gehalten habe. Ich sehe doch nicht, wo ich bin. Ich habe ja die... Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. So, jetzt werfen sie alles nach vorne und versuchen es mit langen Bällen. Das ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. Er muss schneller sein. Oh, Fehler. Oh, der hat ja zum Glück auch einen Fehler immer. Ich muss sagen, wie überzeugend sie hier generell ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Naja, der soll man nicht schleimen, ne? Wahre Freude zuzuschauen, alle ständig in Bewegung. Jetzt müssen sie aufpassen. So natürlich. Ja, verdammt. Er holt sich den Ball. Nun wird es also gleich zwei Wechsel geben. Oh, ich will auch mal beim Angriff mal gewinnen. Also, ich meine jetzt bei der Verteidigung. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Gut gemacht zum Torwart, aber ein bisschen Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Sanfter hier. Oh, ich hab jetzt. Wieso habe ich jetzt 7,7? Was ist denn da los? Was ist denn? Ich hatte 8, noch was. Warum bin ich jetzt so schlecht wieder? Kai Gehring. Ich weiß manchmal nicht, wo besser meine Position ist. Oh, schön. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Oh. Stimmungstechnisch macht Ihnen hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehren wert. Tolle Stimmung. Ah. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Gut. Dachte, ich kann eine 80er Wertung behalten, aber... Da zieht er ab. Oh! Also am Ausgang dieses Spiels. Nein! Der Treffer wohl nicht mehr viel ändern. Das, Nur noch ein Tor ist es plötzlich. Was geht hier noch? Was haben die da immer? Noch mit einem Treffer hin, aber reicht die Zeit, um hier sogar noch auszugleichen? Unmöglich ist es nicht, Wolf, aber es muss natürlich fix gehen. Ah, da ist der Torwart echt nicht darauf gekommen, ne? Der hat, hat nicht gedacht, dass wirklich die draufschießen. Naja, erstes Tor. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Wird das eine Torchance? Brooks. Und jetzt der Schuss. Naja. Können wir den Ball noch? Also die sollen jetzt auf jeden Fall... Ballbesitz ist weg, jetzt müssen wir dranbleiben. Yes! Wir haben gewonnen! Vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Das Spiel war heute richtig gut, fand ich. Und das ist nicht selbstverständlich bei diesen Wetterbedingungen. Ja, sie haben sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen und für die Fans vor allem eine klasse Partie abgeliefert. Alles klar. Aber wir haben ein Gegentor. Gut, irgendwann muss es mal passieren. Ein Schuss. Aufs Tor habe ich 4-mal geschossen. Vorbereitet. 2-mal 88% Passgenauigkeit. Gerade so die mittleren Pässe kommen. Ja, geht mittlerweile. Stellungsspiel. Abgefangen eben mal. Gut. Dann würde ich mal sagen... Rostock hat gewonnen. Ich müsste mir ja nächstes Mal bemerken, wer denn überhaupt Erster ist.
Und ja. Und jetzt habe ich schon wieder einen Fehler. Ach Mann, ist das lustig. Immer wieder das Gleiche. Irgendwie hat FIFA bei mir Probleme. Aber ich hoffe, dass das Spiel jetzt trotzdem als Sieg gewertet wird und nicht ich nochmal mache. Dann haben wir nämlich das 7. Spiel jetzt beendet. Und ja, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.